Grüß Gott, ich will ein Aufgebrauch-Video machen von Juli. Ihr könnt es hier sehen. Ich hoffe nur gerade, mir ist nichts rausgeflogen, was zerbrechlich war. Keine Ahnung. Ich fange auch gleich mal an. Ich kann noch immer nicht auf meinem Blog schreiben, das macht mich so aggressiv. Ich habe jetzt schon einen Teil fotografiert, den Junimüll habe ich jetzt fotografiert, endlich. Es klingt vielleicht doof wie ein Messi, aber ich habe mich nicht traut, das wegzuwerfen, weil ich das nicht auf meinen Blog stellen kann. Das klingt voll behindert, oder? Gott. Ja, es macht mich halt echt traurig, dass ich nicht auf meinen Blog schreiben kann. Weil die Blogposts, diese Aufgebrauch-Posts, waren immer so richtig meines. Das habe ich braucht, um damit mich, wie nennt man das, um glücklich zu werden, dass ich endlich mal was aufgebraucht habe. So. Ja, ich hoffe, dass mir doch noch mein Freund irgendwie helfen kann, dass mein Blog funktioniert, weil ich brauche meinen Blog. Mein Blog ist mein Leben, so wie YouTube. Das ist beides mein Leben, das gehört dazu. Deswegen werde ich diesen hier auch noch ein bisschen aufheben. Den Müll. Ich weiß, Messi-Alarm hoch 10, aber ja. So, fangen wir an. Ich habe eine Taschentücherbox aufgebraucht, das kennt ihr ja eh. Das ist von Tempo. So, dieses Monster. Ja, ihr kennt das ja eh. Zeige ich euch eh immer wieder. Dann habe ich leer gemacht. Die waren leider eingetrocknet. Das sind meine Aveo 3-in-1 Tücher, Desinfektions, bla bla bla. Die waren leider ausgetrocknet oder eingetrocknet. Fand ich total kacke. Deswegen überlege ich, ob ich sie mir jetzt überhaupt noch nachkaufe. Ich habe eben ein Handdesinfektionsgel, was ich auch nehmen kann. Dieses große. Zweimal meine Reinigungstücher. Ich habe jetzt den neuen ausprobiert von Cadea Vera und ich mag den Duft von denen total. Ich habe die ja immer am Schminktisch stehen. Mag ich wirklich sehr gerne. Habe ich mir sogar nachgekauft. Seht ihr eh bald. Meine Biocamin Reinigungstücher mag ich noch immer und sie haben ein neues Design. Kennt ihr auch. Wattepads zeige ich nicht so lange her. Wieder Wattepads. Einen riesengroßen Verschleiß diesen Monat. Mein Fußpeeling kennt ihr ja eh. Ich habe jetzt, glaube ich, noch ein, zwei Backups und dann kann ich endlich ein anderes verwenden. Weil ich kann den Duft nicht mehr ab. Leute, ich kann den Duft nicht mehr ab. Das kennt ihr auch. Das ist mein Batiste Trockenshampoo. Habe ich mir wieder ein paar Backups gekauft, weil sie wieder in Aktion waren. Ups. Ja. Mit was fange ich an? Ich habe eine Mundspülung leer gemacht, oder? Sensodyne hat die geheißen. Die fand ich okay. Aber ich glaube, ich würde sie mir nicht nochmal nachkaufen. Nee, ich weiß gar nicht, ob ich mir die jetzt nochmal nachkaufen würde oder nicht. Da bin ich mir gar nicht sicher. Ich weiß es nicht. Ich will die wieder von DM haben, aber nie sehe ich die, wenn ich beim DM bin. Oh, sehr spannend. Wattepads. Aber ich finde das Design voll süß. Das sind die von Müller, die Eigenmarke. Da finde ich das Design voll süß. Nichts Blödes sagen. Dann habe ich einmal leer gemacht meine Duschbodymilch Vanille und Kokos von Balea und ich liebe den Duft von dem. Ich habe mir das jetzt nicht nachgekauft, weil ich ja von Nivea die Induschlotion neu entdeckt habe, diese Kakao. Kakao irgendwas. Und ja, leider geht die auch ins Sortiment. Ich könnte ausrasten. Ich weiß gar nicht, ob ich das im DM-Haul schon erwähnt habe. Ich glaube nicht, ich habe keine Ahnung. Aber die werde ich mir auf jeden Fall nochmal nachkaufen, wenn ich zu einem DM komme. Ich habe sie letztes Mal in der Hand gehabt und habe sie wieder zurückgelegt. Aber ich werde sie mir nochmal kaufen, weil ich will eher die für den Sommer noch verwenden. Weil die passt auch viel, viel besser zum Sommer. Ich hoffe, dass sie nicht so schnell wieder aus dem Sortiment geht. Das ist das, was ich am Balea irgendwie hasse. Das lasst mir nie in Ruhe. Das hasse ich am Balea. Fangen wir mit Kleinkram mal kurz an, weil ich habe so viele große Sachen aufgebraucht, die ich so mochte. Deswegen will ich das euch ein bisschen später zeigen. Meine Anti-Pickel-Ampullen habe ich wieder leer gemacht, die kennt ihr eh. Masken habe ich einmal von Cadea Vera, diese Beauty-Smoothie-Maske gemacht. Die war echt gut. Ich hoffe, ich habe noch Backups von der, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber die fand ich wirklich gut. Also ich hoffe, ich habe noch Backups. Ja, die fand ich total schrecklich. Das war die von Balea, die habe ich so komisch aufschneiden müssen. Die fand ich überhaupt nicht gut. Da stand ja was mit leicht kühlenden Effekt. Nee. Also ich habe überhaupt nicht mal einen leichten kühlenden Effekt wahrgenommen. Die war ja Limited Edition, die war letztes Jahr, glaube ich, ist die rausgekommen. Kann das sein? Ich glaube letztes Jahr. Also ich bin froh, dass ich mir die nicht gebunkert habe. Da bin ich wirklich froh drüber. Weil ich fand die echt nicht gut. Dann habe ich die Apricot Creamy Scrub Maske aufgebraucht von Freeman. Und das habe ich auch in groß. Ich liebe es. Also als Peeling ist es mir ein bisschen zu wenig. So als Maske finde ich es okay, aber als wirkliches Peeling ist mir das ein bisschen zu wenig. Aber ich werde es jetzt aufbrauchen.
Dann habe ich auch von Cadea Vera die Mango-Maske leer gemacht. Ich glaube, die gibt es sogar nicht mehr. Oder? Nein, die gibt es nicht mehr. Jetzt gibt es andere mit Aktivkohle und so. Das ist jetzt, glaube ich, voll im Trend. Was ich glaube. Ich kenne mich damit nicht aus. Und dann habe ich aufgebraucht von Sacrotan ein Duschgel. Und da bin ich echt traurig, dass das leer geworden ist. Das war jetzt nicht meine Lieblingsduftrichtung. Nee. Ich habe mal in irgendeinem Video behauptet, dass ich das am liebsten mag. Aber es ist nicht mehr so. Das war mit Himbeer und beziehungsweise Pfirsich und Himbeerduft, pH heutneutral. Ich benutze das so gerne im Sommer, weil das halt, ich finde, man riecht den Schweiß nicht mehr so. Vielleicht klingt es auch dämlich oder ich bilde es mir ein, aber steht auch hinten drauf. Das antibakterielle Duschgel vermindert auf sanfte Weise die Bakterien, die Körpergeruch erzeugen. Also, ich glaube schon, dass da was Wahres dran ist. Das einzige Problem ist, oh, Riesenfliege am Fenster. Verpiss dich! Na geht doch. Die war so groß, boy. Gott sei Dank habe ich so ein Netz auf meinem Fenster und Gott sei Dank war jetzt gerade das Fenster zu, weil ich nicht will, dass die Nachbarn mich über meinen Müll reden hören. Besonders mein Bruder nicht. Das reicht doch, dass der im letzten Video angeklopft hat. So. Zurück zu dem Duschgel. Ja, ich glaube, das gibt's nicht mehr, oder? Gibt es bei euch noch in Deutschland? Bei uns im Müller habe ich es jetzt nicht mehr gesehen. Viele behaupten ja, dass es das noch im Biber gibt, aber ich sehe das nie im Biber. Also keine Ahnung, wo ihr das seht. Sie könnten mir mal gerne dann die Filiale dazu schreiben. Ich würde mir die auf jeden Fall nochmal nachkaufen. Ich habe jetzt noch zwei. Ich habe jetzt aktuell ein rotes. Ich weiß nicht, welches das ist. Irgendein rot. Boah, jetzt bin ich gelb. Oh Gott. What the fuck? Ich bin gelb. Werd wieder normal. Es will nicht normal werden. Okay, auch schön. Dann bin ich gelb. Oder orange, oder je nachdem, was das für eine Farbe ist, keine Ahnung. Ja. Ich würde die mir nachkaufen. Nur so viel dazu. Aber ja. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Dann habe ich aufgebraucht von Tracklemoon was. Da bin ich echt stolz auf mich, dass ich das leer gekriegt habe. Die Bodylotion muss ich noch immer wegschicken. Sorry, ich weiß. Ich hatte keine Zeit. Als Vollzeitkraft, Leute, hat man keine Zeit. Nur damit ihr Bescheid wisst. Ich werde das jetzt im Urlaub dann machen, versprochen. Ich werde es wegschicken, kann das auch. Ich muss sowieso auf die... Naja, eigentlich wollte ich heute auf die Post, aber das wird sich heute nicht mehr ausgehen. Spätestens diese Woche werde ich es erledigen. Also, das ist die Duftrichtung Iced Strawberry und ich muss sagen, das war überhaupt nicht mein Duft. Das war wirklich nicht mein Duft. Die Verpackung war süß, das Duschpeeling war wie immer Hammer, beziehungsweise nur Peeling, Körperpeeling. Ja. Ich habe das manchmal als Duschgel, manchmal als Badezusatz zwecks im Fremden. Ich würde es mir nicht mehr nachkaufen. Beides nicht. Nee, war nicht meine Duftrichtung. Überhaupt nicht. Dann, das kennt ihr ja auswendig, mein Hofer Make-up-Inferner. Kaufe ich immer wieder nach. Brauche ich auch immer wieder auf. Ja, die habe ich von meiner Freundin bekommen. Das ist so eine geile Maske gewesen. Das war eine Kokosmaske. Coconut Oil Infused Face Mask. So sieht die aus. Da habe ich Gott sei Dank noch ein Backup, weil sie so lieb war und mir noch ein zweites geschenkt hat. Die ist sowas von gut. Ich will das zweite gar nicht aufbrauchen, weil ich fand die sowas von gut. Aber ich musste ja leer machen. Naja, müssen. Müssen ist ein Streitpunkt, glaube ich. Oder habe ich noch eine Maske? Wieder von Freeman. Die Chocolate und Strawberry Maske. Die fand ich echt gut. Ich habe schon wieder Schluck auf jedes Mal beim Video drehen. Ja, die fand ich wirklich, wirklich gut. Ich habe jetzt, glaube ich, noch ein paar Backups, wenn ich mich nicht... Ich weiß jetzt nicht, ob ich von der noch ein paar Backups habe, aber ich liebe die Freeman-Masken, das wisst ihr ja eh. Ah, dann habe ich eine Probe leer gemacht. Das war in einem Heft von der Arbeit drinnen. Ich habe das zuerst falsch angewendet. Das soll mein Handtuch trockene Haar geben. Das ist ein Serum ohne Ausspülen, bla bla bla. Ich fand es nicht gut. Also, nee, ich würde mir das nicht nachkaufen. Und dann habe ich einen Winterbadezusatz leer gemacht. Ich weiß, in der Jahreszeit passt das nicht. Aber ich fand den Duft so gut. Ja, und ich hatte keine anderen, also musste ich den aufbrauchen. Dann habe ich die Balea-Seife leer gemacht, die Buttermilch-Zitrone. Die fand ich aber irgendwie nicht so gut. Ich weiß nicht. Na, das war nicht... Ich weiß nicht. Ich mag Buttermilch-Zitrone trotzdem noch, aber irgendwie fand ich die... Naja, ich glaube, ich würde sie mir trotzdem nochmal nachkaufen. Aber Balea-Seifen kaufe ich mir nicht so nach wie die von Müller. Dann habe ich noch zwei Badezusätze leer gemacht, wieder einen Winter. Und den Sorbeer-Badezusatz. Mag ich beide sehr, sehr gerne. Dann habe ich eine Haarkur leer gemacht von Swiss Opal. Das ist die Blütenhonig gewesen. Ich hoffe, ihr könnt das irgendwie lesen.
Die mag ich ja echt gerne. Ich habe noch ein paar Backups. Weil die habe ich ja nur aus Deutschland mal gekauft und einmal von der Freundin bekommen. Ja, dann habe ich eine Maske leer gemacht von Juvena. Da habe ich mich echt über mich selber geärgert. Ich hätte die schon längst leer machen können, weil da war gar nicht mehr viel drinnen. Und ich, Idiot, habe so lange gebraucht. So sieht die aus. Die war gut. Sie war wirklich gut. Aber ich würde sie mir nicht nachkaufen, weil die ist viel zu teuer. Viel zu teuer, Mami. Ich finde Juvena-Sachen echt gut, aber ich würde die mir niemals selber kaufen. Wenn ich so als Probe kriege oder so, weil manchmal kriegen wir es in der Arbeit immer geschenkt, so Geschenkstüten, damit wir die Sachen ausprobieren können. Eh nicht oft, aber manchmal. Da würde ich schon so nehmen, aber selber kaufen würde ich sie mir nicht, weil ich sie wirklich zu teuer finde. Dann traue ich so hinterher, das war so eine geile Bodylotion von Elisabeth Arden, von diesem Always Red. Oh, die war so gut, Leute. Die war wirklich so gut. Ich habe davon noch zwei Backups. Und ich habe auch noch den Duft, weil ich habe gesehen, der Duft geht auch aus dem Sortiment. Immer wieder typisch. Ich habe mir ja beim TK Maxx den Duft und die Bodylotion günstiger gekauft. Da werde ich nochmal nachschauen. Ich will das nämlich unbedingt nochmal haben. Die Bodylotion war der Hammer. Ich habe eine Bodylotion leer gemacht, Leute. Ihr wisst, was das bei mir heißt. Jetzt in letzter Zeit überhaupt. Ja, dann habe ich von der Bibi einen Duschschaum leer gemacht. Ich muss aber sagen, den fand ich bis jetzt am allerbesten von allen, die sie rausgebracht hat. Das ist dieser Cherry Blossom gewesen. Den fand ich echt gut. Der hat nicht nach Katzenpisse gerochen. Der war echt gut. Den gibt es aber leider nicht mehr. Aber ich glaube, ich würde ihn mir sowieso nicht nachkaufen. Auch wenn sie ihm noch geben würde. Aber ich finde die Balea auch nicht schlecht. Die Duschschäume von Balea. Die müsst ihr probieren. Die sind wirklich gut. Ja. War limitiert. Dann ein heißgeliebtes lila Reisduschgel. Habe ich auch wieder aufgebraucht. Ich habe noch so viele Backups. Ja, ich liebe dieses Duschgel. Ich glaube, ihr wisst das und könnt das nicht mehr hören, weil viele ja daran nicht mehr drankommen. Aber ich liebe es. Es geht im Sommer, es geht im Winter, es geht im Herbst, Frühling, egal. Ich nehme dieses Duschgel immer und ich liebe es. Oh, na sehr verschwenderisch. Ich habe noch eine Packung von den Pure Camille Reinigungstüchern aufgebraucht. Fragt mich nicht, wieso. Oh, dann habe ich noch eine Lavendel-Mousse-Maske aufgebraucht. Ich kann Lavendel nicht mehr riechen. Ich mochte diese Maske wirklich sehr, sehr gern. Deswegen habe ich mir keine Backups mehr gekauft. Ich habe nämlich einmal, ich glaube, das habe ich euch in irgendeinem Haul-Video oder so gezeigt, habe ich mir ganz, ganz viele Backups davon gekauft. Und jetzt bin ich froh, dass ich mir keine mehr holen kann, weil es die nicht mehr gibt. Ich mag keinen Lavendel mehr. Ich mag die Maske noch immer, aber Lavendel ist für mich echt anstrengend in letzter Zeit. Ja, Dresdner Essenz-Badezusatz. Wie heißt der? Paris Mon Amour. Den mag ich aber nicht. Weil der riecht so extrem nach Rose. Und das mag ich überhaupt nicht. Also den Duft, wenn ihr den Duft kennt, bäh, würde ich mir nicht mehr nachkaufen. Ja, dem traue ich echt hinterher. Das ist von Balea eine Limited Edition. Das war Meeresrauschen. Ich hab das so geliebt. Ich habe das wirklich so geliebt. Das Deo. Es kommt nichts mehr raus. Ich habe das so gern gehabt. Ich habe mich so geärgert, dass ich mir da kein Backup gekauft habe. Aber ja. Weil das Neue, was jetzt rauskommen ist, das mit dieser Limette, das gefällt mir überhaupt nicht. Aber das war ja Limette und Minze. Und beides mochte ich sehr, sehr gerne. Und die Verpackung. Schaut euch mal die Verpackung an. Da bin ich echt traurig, dass es rausgegangen. Also beziehungsweise, dass es limitiert war. Bin ich wirklich, wirklich traurig drüber. Das Deo mochte ich am allerliebsten, weil das hat so richtig angenehm gerochen. Das Duschgel fand ich gut. Ich habe es natürlich auch geliebt in der Badewanne. Nur musste ich das immer zuerst benutzen, bevor ich irgendwas anderes verwende. Wenn ich ein Peeling vorher gemacht habe und dann das hat das angefangen zu stinken nach Keller. Und das war eklig. Aber ich mochte das wirklich sehr, sehr gern beides. Und ich bin so, so traurig, dass es das nicht mehr gibt. Weil ich fand die echt gut. Ich glaube, das waren sogar die einzigen Sachen, die ich mir damals aus der LA gekauft habe. Oh, und ich liebe das. Ich werde das vermissen. Ich werde das wirklich vermissen. Aber was will man machen? Ja, nochmal Balea. Mein Duschpeeling ist auch leer geworden. Das ist dieses Sommerliebe-Duschpeeling. Ich muss mir da unbedingt noch Backups kaufen. Unbedingt. Ich habe jetzt wieder eins aufgebraucht. Das seht ihr dann im nächsten Video. Und ich habe jetzt noch eins von Müller, das ich dann noch vorher aufbrauchen will. Aber ich muss das bunkern. Sonst ist es weg. So wie die beiden. Mit dem hier kämpfe ich, weil das ist ein Pina Colada Duschgel. Da fange ich gerade an zu stottern, weil ich gleich nervös werde. Das habe ich geliebt, das gab es schon mal. Ganz, ganz langes her. Da habe ich mich geärgert, dass ich mir keine Backups gekauft habe. Wirklich geärgert.
und ich muss das unbedingt nochmal haben. Boah, das riecht so geil. Ich muss das unbedingt mir nochmal nachkaufen. So sieht das aus. Gelbe Flüssigkeit ist dann drinnen. Ich habe das sofort benutzt und habe das so schnell aufgebraucht. Obwohl ich sparsam damit umgegangen bin und es nicht jedes Mal, Entschuldigung, wenn ich mir immer die Haare fummel, aber ich stehe nicht drauf, wenn mein Haar ins Auge piekst. falls sich wieder welche aufregen. Ja, das werde ich mir nachkaufen. Egal wie viel ich habe, ich muss mir das nachkaufen. Das ist so ein nostalgisches Duschgel, was es schon mal gab. Das muss ich mir auch nochmal nachkaufen. Das war ja der Rasierschaum von Balea. Der Coco Melon. Ich habe noch ein Backup, habe ich noch, aber ich will mir trotzdem noch zwei, drei Backups holen. Ich bin gerade am Aufbrauchen von anderen, wo ich ganz gut am Laufen bin. Deswegen will ich unbedingt, ihr habt es in irgendeinem Haul-Video, glaube ich, auch Müller oder so, habt ihr gesehen, dass ich mir so viel Rasiergel und so gekauft habe. Und deswegen, ich will mir das bunkern. Das ist mein absoluter Liebling. Das ist Melone, hallo? Das muss ich bunkern, da brauchen wir gar nicht diskutieren drüber. Kommen wir zu den nächsten Sachen, wir sind gleich durch. Ich habe eine Zahncreme aufgebraucht, die habe ich von der Arbeit mal geschenkt bekommen. Die fand ich aber ehrlich gesagt nicht so gut. Das Mundwasser von dem fand ich super, das hatte ich ja in klein, aber die fand ich irgendwie so lala. Dann habe ich leer gemacht ein Mini-Duschgel von Yves Rocher. Das war ist ein Limited Edition Duschgel. Ich mag das vom Duft her sehr gerne, aber ich habe eh so viel Duschgel. Und ich bin froh, dass ich das wenigstens in klein gehabt habe. Das gab es nämlich gratis bei einem Einkauf dazu. Ihr wisst ja, ich stehe auf solche Dinge. Brauche ich ja nicht wirklich viel dazu sagen. Und dann habe ich noch eine Probe leer gemacht. Das war von Diatermin, die habe ich fürs Dekolleté genommen. Age Supreme Regeneration. So sieht die aus. Habe ich fürs Dekolleté genommen. War nur eine Anwendung, also kann ich dazu nicht so viel sagen. Dann habe ich Mini-Deo leer gemacht, das kennt ihr, das liebe ich. Und ich habe jetzt gesehen, dass das wieder aktuell bei Müller gibt. Deswegen versuche ich gerade ein anderes leer zu machen. Aber das ist mir nämlich auch rausgeflogen, wie ihr sehen könnt. Weil das mag ich sehr, sehr gern. Das schützt mich wirklich vorm Schwitzen. Das schützt mich echt. Ich finde es halt doof, dass das nicht in groß gibt, aber ich komme mit dem super lange aus. Würde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Beziehungsweise ich habe noch ein Backup. Ja, und das war's auch. Also ich habe noch ein Backup und dann gucke ich mal, damit ich meine anderen noch leer mache. Damit das mal irgendwann mal was wird. So, ich habe wieder ein paar dekorative Sachen aufgebraucht. Als allererstes einen Kajal von Make-Up Factory. Aber zum Rausdrehen, den habe ich immer als Base für meinen Eyeliner genommen. Den fand ich echt gut. Das ist jetzt die Farbnummer 01A. Den fand ich echt gut. Könnte ich mir auch nachkaufen. Ich muss noch überlegen. Dann habe ich einen Mini-Mini-Mini-Kajal aufgebraucht von, beziehungsweise Mini ist übertrieben. Das waren die Pearl Glide Kajalstifte, die ich ja so, so liebe von MAC. Und der war aber, glaube ich, schon kaputt. Weil irgendwie war der komisch. Der hat nicht mehr so richtig am Auge funktioniert. Also irgendwie war das merkwürdig. Das war der Black Line, glaube ich. Ihr könnt es nicht viel sehen, wenn ich euch den jetzt nah dran halte, weil man sieht wirklich nichts mehr. Ich habe den noch komplett aufgebraucht. Es war nicht leicht, den aufzubrauchen, weil ich musste ihn jedes Mal spitzen. Deswegen glaube ich, dass er das schon gehabt hat. Aber ja, jetzt ist er weg. Noch drei dekorative Sachen. Ich habe einen Lippenstift leer gemacht, nach langen. Das war so ein Pink. Ich habe nämlich in letzter Zeit die Phase entweder pinke Lippen in der Arbeit oder rote Lippen. Ja, so sieht er aus. Man kann auch ein bisschen die Farbe erkennen. Das war von Dior so ein, wie heißen die? Serum de Rouge heißen die. Da habe ich ja schon öfter einen leer gemacht. Die finde ich okay, aber ich würde sie mir jetzt nicht kaufen. Ich glaube, die gibt es auch gar nicht mehr. Dann habe ich ein Puder aufgebraucht von LCN, heißt die Marke. Das ist dieses Miss Piggy Puder. Ich mag es schon. Nur habe ich das Gefühl, dass das viel, viel schneller leer geht als die anderen Sachen, die ich habe. Ich habe da noch ein paar Backups, weil nachkaufen kann man es nicht mehr. Da bin ich so furchtbar traurig drüber. Ich habe einen MAC-Lidschatten leer gemacht. Das war der Lidschatten Retro Speak oder Speck oder immer, wie immer man den aussprechen mag. Das war dieser goldene Lidschatten. Den habe ich immer zum Verblenden genommen. Ja, ich bin mega, mega traurig, dass der leer ist. Aber jetzt habe ich wieder was für Back to MAC, wenn ich die Verpackung nicht vorher hinmache. Dann habe ich noch eine Probe von Lancaster leer gemacht. Das ist dieses Correct and Blur. Ich hatte einen 30€ Duschgel. Ich kann nicht reden heute, jetzt sage ich schon zum zweiten Mal falsch. Ich hatte einen Gutschein von Müller, 30€, so. Und deswegen habe ich mir das in groß nachgekauft. Ich habe auch gesehen, das geht aus dem Sortiment. Ich hasse es, wenn ihr das rausnehmen kann, ist ein Krieg mit mir. Ja, dann habe ich noch zwei Düfte aufgebraucht und da bin ich mega, mega stolz auf mich.
Einmal einen Essenz, das ist der Like the Party of My Life, den hatte ich im Spind, in meiner Arbeit, damit ich immer sprühen kann. Und den hatte ich zu Hause, das ist der Gabrielle von Desperate Housewives, von dieser Kollektion. Ich hoffe, dass ich auch bald den Lynette anfangen kann, damit ich alle aufgebraucht habe, außer einen, den Breed, den hat meine Mom drüben. Weil an mir riecht er echt ekelhaft, sondern an ihr riecht er urgut. Und deswegen habe ich mir gedacht, sie kann ihn ja leer machen und mir dann zurückgeben. Ja, der ging mir nur ein bisschen auf die Nerven. Ich mag den Duft überhaupt nicht mehr. Früher mochte ich den so gern, aber jetzt da. Ich bin so stolz auf mich, dass ich den leer gemacht habe. Wirklich leer gemacht habe. Er ist komplett leer. Ich bin so happy drüber, dass die leer sind. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Ja. So stolz war ich, glaube ich, noch nie auf mich wie jetzt. Ja, es gibt beide, glaube ich, nicht mehr zum Kaufen, zumindest weiß ich es nicht. Also bei dem habe ich keine Ahnung, die waren viel, viel, viel zu teuer. Ich habe die ja damals im Vierer-Set gekauft, habe ich euch ja beim letzten, wo ich den Susan aufgebracht habe, auch schon erzählt. Ja. Ja, ich bin aber stolz auf mich. Und mir ist erst vor kurzem aufgefallen, dass da sogar ein kleiner Stöckelschuh drauf ist. Sieht man den? Hier, ich hoffe, man kann ihn sehen. Ich finde das so süß. Das passt so richtig zu Gabrielle. Ja, die Flaschen werde ich mir natürlich wieder aufheben, weil das sind so Retro-Dinger, die muss ich aufheben. Den werde ich natürlich nicht aufheben. Ich finde die Essenz-Düfte eigentlich nicht schlecht und frage mich, warum die rausgenommen haben. Weil den mochte ich echt gern. Mich haben sogar, also mich hat eine Mitarbeiterin bzw. eine Kollegin angesprochen, was ich oben habe, wie ich den raufgesprüht habe, wie ich von der Pause zurückgekommen bin. Also der war echt nicht schlecht. Aber ja, jetzt ist er leer, beide. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mir hat das richtig Spaß gemacht, die Sachen euch zu zeigen, weil das waren wirklich Sachen, die ich so, so gern gehabt habe. Ein paar natürlich nicht, aber viele schon, habt ihr ja eh gehört. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Mir macht das Aufbrauchen in letzter Zeit zwar sehr Spaß und ich brauche auch Sachen, auf die ich schon länger habe, so wie der MAC-Lidschatten und so. Aber es macht mich halt ein bisschen fertig, dass mein Blog nicht funktioniert. Ich hoffe, wir kriegen das noch irgendwie hin, weil ich brauche meinen Blog. Ich brauche ihn. Help me. Na gut, wir sehen uns dann im nächsten Video und bis dann, bye.